Nach einer Nacht sind wir bei 15,8 Millionen Gold, die wir natürlich nutzen wollen. Wir haben das Gold gemaxt und wir sind bei Turmschaden auf der 10 schon angekommen. Ich hatte irgendwo... Okay, habe ich so geträumt. Ich dachte, von unten im Magier habe ich 4 Kisten bekommen, aber ich glaube, ich habe das geträumt. Gut, wem geben wir das? Der hat das schon, dann geben wir es dem Eismagier. Wir können natürlich auch mal die Ausrüstung aufleveln, ne? Ja. Ui. Okay. Mhm. Ne, den Bomber nicht. Nur alles das, was ich dabei habe. Aber der macht keinen Schaden. Das ist höchstens Betäubungschance. Aber machen wir die einfach mal auf 5, würde ich sagen. Das ist halt auch nur Betäubungschance. Ups. Aber damit kann man die natürlich auch verwenden, die diese Dinge. Der Priester, was hat er? Mana kostet minus 2%. Wahrscheinlich sind auch 20 wieder Maximum. Ey, ich habe einfach schon wieder so viel Gold rausgehauen. Ist ja Wahnsinn. Und die Walküre natürlich. Schaden mehr. Dann werden wir sie tatsächlich mal aufstufen. 21 war es, naja. Jetzt können sie fliegen und er kriegt 111 Schaden. Er kriegt sogar 6 Schaden dazu, sehr schön. Let's go! Mario! Ja, was haben wir sonst noch? Den Kattenmagier. Den können wir erstmal auf 21 befördern. Dann habe ich sowieso keine Punkte mehr. Wahrscheinlich doch Mana 9 plus 10. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir erstmal auf 21, die ich habe. Der Zentaure, der wurde noch nicht befördert. Machen wir aber natürlich jetzt. Und wir hatten gesagt, Gift, ne? Genau, da kann man das Gift nämlich stacken. Sehr schön. Das ist nämlich für Bosse eigentlich ganz gut geeignet. Wir werden noch ein bisschen weitermachen. So. Leider, wie gesagt, keine Punkte mehr. Sehr ärgerlich. Okay, dann haben wir erstmal die, die ich habe, grundsätzlich gut ausgestattet. Wenn die meinetwegen alle mal auf 31 bringen. Dann können wir sie, falls ich genug Punkte habe, nämlich alle mal befördern. Das können wir entweder zusammen machen oder ich mache es alleine, muss man mal schauen. Je nachdem, ob ich zu viele Punkte gerade habe. Ah, wir haben 15 Millionen Gold. Das ist schon wirklich viel, muss man sagen, ne? Das ist schon wirklich eine ganze Menge. Das war es schon gewesen, glaube ich, mit ihm. Ach, guck mal. Den hätte ich natürlich befördern können. Ich habe leider einer fehlt. Ja, das linke. Dann machen wir das mal ganz kurz, denn... Dann machen wir Schaden 75, die Schützen auf 150. Ich habe auch die ganzen Pergamente genutzt. Wir sind jetzt bei Level 30 und müssen, kriegen 14.430 Gold pro Minute. Aber hier haben wir tatsächlich eine schwere Wave. Das schon. Okay, hat den Speed nicht mehr gehabt. Der Boss hat mich, glaube ich, gekillt. Ne? Ich glaube, das war der Boss. Aber mittlerweile, wir haben ja wirklich viel investiert. Guck mal hier, diese fetten Dinger da. Auch neu, glaube ich, diese Gegner. Kannte ich zumindest noch nicht. Die Assassinen sind ziemlich schnell. Müsste noch ein Boss kommen, ne? 100, genau. Welle 210. Piu. Piu. Ja, mega. Sehr schön. Wir können es mal irgendwie nochmal machen. Wegen dem Pergament. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe bisher nicht nochmal das Pergament-Ding bekommen. Ich glaube, ab einem gewissen... Also es gibt natürlich immer nur eine Chance, dass das Ding droppt. Ich habe es aber bei den letzten 5-6 Bossen noch so nicht ein einziges Mal bekommen, beim zweiten Mal. Also ich denke, eventuell tatsächlich sogar, dass es einfach nicht ab einer bestimmten Stufe nicht mehr geht. Jetzt sind nämlich unsere Krieger Fernkampf, können also nicht mehr von jedem angegriffen werden. Oh doch, wunderbar. Gucken, muss ich es nochmal machen. Slowen wir ihn ein bisschen. So. Oh.
Bam, 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 bam. Oh, nice. Mega gut. Nochmal? Also drei Stück habe ich bekommen. Das ist nicht schlecht. Ja, die kamen diesmal tatsächlich sogar ran an mich. Okay, das war es jetzt wahrscheinlich gewesen. Dann werden wir uns nochmal 1500 Gold die Minute draufpacken auf 16.000. 15.021, mega gut. Wir haben Monsterlabor noch ein bisschen was. Wir haben noch mehr gemaxt, ne? Also wir können uns tatsächlich immer nur für eins entscheiden. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel den Blitzschaden geskillt, aber wir können immer nur einen einzigen Schwachpunkt gleichzeitig benutzen. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, kann man nicht ändern, ne? Die Teufelskrabbe, ne? Oh Gott. 400 Leben, 30 Schaden, eine Bewegungsgeschwindigkeit braucht 5. Okay. Gut. Wir können theoretisch auch das Ding aufwerten. Aber ich brauche das, wie gesagt, aktuell tatsächlich überhaupt nicht. Dafür ist mir mein Gold dann einfach zu schade. Wir haben einen neuen Talentpunkt. Packen wir natürlich den Turmschaden rein. Was haben wir sonst noch so? Wir könnten tatsächlich die alle verbessern noch. Ich meine, 1 Million Gold. Das ist 1 Million Gold schon krass. 2% gerade mal und verlangsamt die Gegner halt. Aber 1 Million Gold ist schon echt krass. Wir können uns auch meinetwegen, na, das können wir vielleicht auch in der nächsten Folge machen, uns einmal einfach alle Items kaufen. Wir können uns theoretisch auch Excalibur kaufen. Mit 10 Millionen. Schützenstand plus 20%. Würde auf jeden Fall es verbessern, ne? Das Problem ist natürlich, dass ich, also was ist das Problem? Es gibt natürlich Excalibur auch hier, ne? Da würde ich auch Excalibur bekommen. Das heißt, ich könnte theoretisch bis dahin warten, müsste die 10 Millionen nicht ausgeben. Dann lass uns erstmal, ich meine, wir haben 11 Millionen Gold. Dann werden wir den 11 Millionen Gold, den habe ich immer noch nicht befördert, den Tesla-Turm mal auf 60 bringen. Das Repetiergewehr auf 50. Okay, gedrückt hätten kann ich nicht. Und ihr seht, wie viel Geld das einfach kostet. Die Flammenkanone ebenfalls auf 45. Okay, machen wir auf 50, damit sie ein bisschen stärker werden. Und die Helden, denke ich mal, alle noch ein bisschen aufstufen. Alle mal auf 40 hoch, die wir ausgerüstet haben. Und vom Rest werden wir das Schloss skillen. Na, damit die Schützen einfach stärker ans Schloss und die Schützen, huch, ich habe es auch so 41 gemacht. Huch, aus 41, meine Güte. Okay, der ist noch nicht mal 30 gewesen. Und die Freya war auch noch nicht 30. Okay, damit haben wir das ganze Gold ausgegeben. Das waren 15 Millionen Gold. Wir werden das Schloss mal auf 80 bringen. Und der Rest wird in Schützen investiert. So, das war's mit 15 Millionen Gold die ganze Nacht über. Und dann würde ich sagen, versuchen wir die Bettlerkluft weiter zu verbessern. Ich hoffe, das wird nicht allzu schwierig. Haben wir auf jeden Fall locker hinbekommen. Ja, gibt nochmal 1315 Gold dazu. Bettlerkluft Nummer 4. Auch da gesiegt, ohne ein Leben zu verlieren. Bettlerkluft Nummer 5. Wunderschön, ne? Wird alles wunderschön verbessert. Ah, ging das schon ein bisschen zäher. Aber auch geschafft. Bettlerkluft 6. Ah, das könnte tatsächlich schon etwas länger dauern und vielleicht auch unser... Aber er wird noch nicht letzter. Ich denke, danach können wir noch eins schaffen. Ich glaube, es dauert halt nur ein bisschen, aber schaffen sollten wir es trotzdem. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir haben das tatsächlich gerade noch so hinbekommen. Wenn überhaupt, noch haben wir es nicht geschafft. Wenn jetzt nochmal so eine Dicken kommen, wäre das doof. Aber so haben wir es tatsächlich gerade so geschafft. Okay, wir sind jetzt bei 16.279 Gold da. 15.000 da. 16, 16. 32.000. Mhm, 60. 2 Millionen pro Stunde ist okay. War schon gut. Schon wirklich gut. Okay. Wir können die Herausforderung noch machen. Wir können weitere Kristalle. Noch einen dritten und vierten und so weiter. Wir können natürlich aber auch... Nee, das schaffe ich aber noch nicht. Wir haben es jetzt gerade mal geschafft, die 400 zu knacken. Wir sind mal bei 225. Würden wir wahrscheinlich also auch easy schaffen. Ja, das sieht gut aus. Die Gegner sind alle sehr schnell tot. Dann holen wir zumindest mal die Kristalle. Ob wir sie nutzen, ist eine andere Sache.
Ich glaube, ich sollte einen erstmal aufleveln, bevor ich die anderen nutze. Weil die Effekte von den anderen Items sind ja schon ganz cool. Wir haben auch bald Level 100 erreicht. Auf Level 100 können wir ja noch die anderen Talente, glaube ich, freischalten. Dieser andere Talentreiter, auf den ich gleich nochmal klicken kann. Da gibt es dann nämlich noch mehr Talente. Falls man noch nicht genug Talente hat, kann man noch mehr Talente bekommen. Ding, 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 ding. Sehr schön, den Urubin bekommen. Ja, wir können nämlich hier unten bündig Level 100, können wir hier die nächsten Talente freischalten, was gibt da noch viel mehr. Und hier gibt es dann Level 481, gibt es noch mehr. Tatsächlich noch mehr als Grow Castle, glaube ich. Jetzt die Frage, Turmscham plus 11% finde ich an sich gut. Mineinkommen plus 13% finde ich auch gut. Wir können allerdings Flächenschaden verursachen, statt einzufrieren. Aber da ich das schon aufgerüstet habe, bleibe ich mal bei dem Blauen. Ja, also schwierig, schwierig, Leute. Schwierig, schwierig. Wir können mal hier gucken. Wer den meisten Schaden macht, Tesla, danach die Schützen, danach der Zentaure, danach die Valkyren und danach der restliche Krams. Und der Druide, das war, glaube ich, der hier? Ne, doch, ist der hier, ne? Der Donnermage hat jetzt nicht so viel gemacht. Ah gut, ich habe halt seinen Skill, glaube ich, jetzt auch nicht so viel genutzt. Okay, ja, wir sind halt Welle 210, da machen wir jetzt weiter. Ich meine, mit 15 Millionen Gold Input sollten wir auf jeden Fall ziemlich weit kommen. Und dann sehen wir uns, meine lieben Freunde, in der nächsten Folge wieder von Wild Castle. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.